Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica. Ihr seht, ich bin gut zu Hause angekommen. Ich habe unser Bötchen habe ich da vorne schon mal geparkt, ne? Und ich habe Großes vor, muss ich ehrlich zugeben. Ich mache mal kurz, bevor wir da zu Zyklop huschen, hier einen Zwischenabstecher. Einen Abstecher in die Mitte. Welcome aboard, Captain. Ja, hallo. Und zeige euch mal unsere neuesten Errungenschaften. Seemottentiefenmodul Stufe 3 vergrößert die sichere Tauchtiefe bis zum Maximum. Nicht stapelbar. Das finde ich natürlich super cool. Damit können wir nämlich dann bis zu 900 Meter Tiefe absteigen, hinabtauchen. Und das heißt, das letzte entdeckte Biom sollten wir mit der Motte gut erkunden können. Da wir ja mit der Zyklop da ja doch leichte Platzprobleme hatten. Komm mal nachher zu. Ich will nämlich noch ein paar Sachen herstellen, bevor wir wieder in See stechen. In jedem Game gibt es immer wieder Momente, ne, wo man einfach innehalten muss. Ne? Ja. Gut, genug innegehalten. Ihr wollt ja ein bisschen was für eure Zeit haben. Warum ich jetzt auf der Maus? Brauchen wir doch gar nicht, oder? Na doch, komm, lass mal an. Warum ich jetzt hier zurück bin, ist, einmal wollte ich den Energiestand checken. Wir brauchen, so wie das für mich aussieht, dringend hier drauf irgendwie eine Ladestation. Ich weiß gar nicht, inwieweit wir hier Strom produzieren können, eventuell durch ein Wärmemodul und bla 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 bla. Aber ich wollte mal eben schauen, was unsere Energiezellen sagen. Eine davon sagt 62%, das sieht schon mal gut aus. Wir haben Maschineneffizienzmodul haben wir schon drauf, wir haben einen Schildgenerator und wir haben das Tiefenmodul Stufe 1. Und mit Stufe 1 alleine kommen wir schon auf 900 Meter, das ist schon eine Hausnummer. Nehmen wir mal mit. Das brauchen wir für die Dinge, die ich halt gleich noch herstellen werde und für die ich halt noch ein paar Sachen besorgen muss. Und das werde ich einfach mal so schnell machen, da braucht ihr gar nicht mitkommen. Seht ihr, da, schon eine Energiezelle, leer, 47, 79. Ich muss also erstens ein paar Energiezellen produzieren, das heißt wiederum für uns, wir brauchen für jede eine Energiezelle ein Silikongummi und zwei Batterien. Ich möchte ein paar in Vorrat haben, damit wir hier quasi die Schränke füllen können. Eventuell bauen wir uns hier noch was hin, aber da nehme ich euch nochmal mit. Und jetzt gucken wir erstmal, was haben wir denn hier? Modul Stufe 1 haben wir ja, brauchen wir jetzt nicht nochmal. Effizienzmodul haben wir, Schildgenerator haben wir. So nah wäre ganz nett, aber da warten wir mal. Feuerlöschanlage, machen wir einfach die Tür auf und gut ist. Aber da seht ihr mal, kristalliner Schwefel, den haben wir doch in der letzten Folge bekommen, ne? Ja, und den benötigen wir. Krass. Was haben wir hier? Zyklop-Ladeschachterweiterung. Da könnten wir also mehrere Tauschkörper und keine Torpedos oder so, sondern Tauschkörper unterbringen. Wärmereaktor. Aha. Wandelt Wärmeenergie aus der Umgebung in elektrischen Strom um. Ist das nicht cool? Was? Kyanid? Gut, also Polyanilin habe ich ja schon entdeckt. Das wird aus Salzsäure hergestellt. Dazu brauchen wir die Tiefenpilze, diese Tiefseepilze, davon haben wir auch, glaube ich, ein paar draußen angebaut. Aber was jetzt Kyanid ist, kein Plan. So, echt kein Plan. Jetzt haben wir gesehen, wir brauchen oder wir können hier drinnen eigentlich nur die Grundmodule für unseren Zyklopen herstellen. Wie sieht das hier aus? Oh, wir könnten die Marmormelone sogar schon mampfen. Oh, ist das nett. Oh, ist das cool. Wir können hier also wirklich nur Grundmaterialien herstellen, Grundausstattung für unseren Zyklopen. Und für den Rest müssen wir dann wohl höchstwahrscheinlich an unsere Modifizierungsstation. Wollen wir jetzt gleich mal schauen. Erstmal schauen wir, was wir hier machen können. Hier anscheinend nur Motte, auch nur Grundmittel. Primäres Abwehrsystem wäre ganz gut. Polyanilin müssen wir herstellen, Salzsäure müssen wir herstellen. Schauen wir jetzt gleich nochmal nach. Wie gesagt, ich mache das alles schnell mal eben offscreen. Da müsst ihr ja nicht mit. Und wir können auch hier in der normalen Dockstation nur Grundausstattung für den Krebsanzug und die Motte basteln. Ja, das sieht aber auch jetzt schon ganz gut aus. Komm, wir brauchen eh was zu essen. Können wir ein bisschen schnabulieren. So.
Für Wasser habe ich, glaube ich, erstmal vorgesorgt, aber da muss ich nochmal überprüfen. Ich habe fast den ganzen Schrank voll mit Wasser. Da drüben sind diese Pilze. Da werden wir wohl nicht drum herum kommen, jetzt noch ein paar anzubauen, weil ich im Moment nicht in die Tiefsee aufbrechen möchte, um da diese Pilze zu sammeln. Also werden wir die anpflanzen. Wir haben hier noch mehr oder weniger 8 Felder frei. Die werden wir mal versuchen zu belegen. So, das kann jetzt wehtun. Samen sammeln kann wehtun. Geht aber. Geht aber. Sind anscheinend keine Säurepilze. Bevor wir jetzt einfach hier irgendwas wegernten, was wir eventuell noch gebrauchen können und wir gar keinen Platz mehr haben. Aber wir haben noch genug Platz. Alles klar. Sehr schön. Guckt mal, da wachsen schon die kleinen Pilzchen. Da hinten auch. Oh, wie cool. So. Tun wir direkt nochmal 4 ins Beet. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Hätten wir sogar noch Platz für einmal eine ganze Fuhre. Und wir brauchen einiges, denke ich mal. Oh, Mist. Seht ihr, jetzt ist das passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte den nicht abernten. Ich wollte nochmal Sämchen haben. Na ja, gut, okay. So viel dazu. Ich kann es hier mal aufs Alter schieben, von daher. Gut, eingepflanzt sind die. Wir könnten natürlich auch Gelsack und so weiter. Gut, da werde ich auch nochmal drankommen müssen. Und ich glaube, die Blutranke, die ist hier falsch gesetzt. Die muss tiefer, glaube ich. Die muss höher wachsen können. Oder sie ist einfach noch nicht alt genug. Obwohl, naja, wir kriegen hier schon Blutöl. Also von daher ist das vielleicht gar nicht mal so unnütze gewesen, hier so diesen Beetkasten hinzustellen. Stromversorgung läuft. So, schauen wir doch mal eben. Und zwar hätte ich gerne in der Zyklop natürlich eine Energiezellenladestation. Logisch. In der Modifizierungsstation können wir modifizieren. Mich interessieren hier einmal die Schwimmflossen. Da brauchen wir dieses Polyanilin. Ne? Schwimmflossen mit Ladefunktion. Dann müssen wir nicht andauernd drüber nachdenken, was jetzt hier mit unserer Batteriefüllung ist, während wir scannen oder so. Schubkanone. Dann hätten wir hier noch. Da haben wir es. Tiefenmodul 2 und 3. Da machen wir Kyanit. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Kyanit. Ich wüsste nicht, wo wir das herbekommen, ne? Gucken wir jetzt gleich mal eben. Drüben in dem Fabrikator. Nickelerz. Auch kein Plan. Okay. Wir könnten also das Tiefenmodul Stufe 2 noch gar nicht herrichten. Das geht gar nicht. Die beiden habe ich schon hergestellt. Das ging recht gut, dadurch, dass wir ja unser Magnetit hatten. Ne, Plastalbarren, was brauchen wir da? Pirscherzahn und einen Titanbarren. Ne? Genauso wie hier. Rubine hatten wir auch, wirklich en masse. Von daher, cool gelaufen. Cool gelaufen. So, für das brauchen wir auch Kyanit. Ich glaube, wir werden doch nochmal so eine Tiefseeerkundung machen müssen. Damit wir eventuell Kyanit entdecken, aber vielleicht ist das ja auch eine Ressource, die wir herstellen können. Bei dem normalen... Oh, Entschuldigung, Lithium brauchen wir für einen Plastalbarren, nicht Pirscher. Pirscher brauchen wir für emailliertes Glas. Okay. Salzsäure, ihr seht, Tiefenpilze, 3 Tiefenpilze brauchen wir pro Salzsäure. Ja. Und die Salzsäure brauchen wir dann wiederum für Polyanilin. Ja. Ich meine, gut, wir brauchen nur eine, aber immerhin. 3 Tiefseepilze. Aerogel, Klargel, Sacrobin, Benzol. Benzol stellen wir halt mit Blutöl her, aber da müssen wir echt nochmal ein Außenbeet hinbappen und nochmal eine Blutranke setzen, sonst werden wir da mit der Produktion nicht richtig vorankommen. So, Kyanit ist hier noch nirgendwo aufgetaucht, weder unter den Grundmaterialien erweiterten noch unter der Elektronik. Puh, das ist übel. Das heißt, wir müssen, ja, wenn ich soweit alles vorbereitet habe, müssen wir, ob ich möchte oder nicht, wir müssen aufbrechen. Wir haben gar keine andere Chance. Denn, ja, wir brauchen dieses Kyanit. Wo auch immer das sein mag. Wir brauchen es. Wir werden es benötigen, besorgen müssen. So, Kupferquarz. Brauchen wir noch einen. Euch schwant schon, was ich vorhabe. Ich will mal eben was ausprobieren. Zubehör, nein. Kristall. Ich möchte mal eben was ausprobieren, die Zyklop betreffend.
frage ich mich natürlich, ob das überhaupt Sinn macht, ob das überhaupt geht, hier irgendwie so eine Solarpaneele anzuschließen. Ich glaube, dazu müssen wir die ein bisschen absenken, ne? Oder komme ich hier oben drauf, einfach irgendwie so hüpf, hüpf? Naja, wohl weniger, ne? Schade. Können doch trotzdem mal schauen, ob wir hier eventuell... Er sagt uns doch bestimmt, ob wir die setzen können. Alles rot. Okay. Das heißt also, es gibt für unsere Zyklop nur die Möglichkeit mit diesem Wärmereaktor. Oder können wir hier einen Atomreaktor reintun? Das sind jetzt echt gute Fragen. Ich mach das mal eben weg. Ich setze die mal ein Stück runter. Nur damit wir da jetzt auch Gewissheit haben, dass das nicht daran liegt, dass ich, dass das halt in der Luft ist. Dass das in der Luft nicht geht, dass das nur unter Wasser geht. Mal ein Stückchen nach vorne. Ja, nur ein kleines Stück. Und ab. So, und das sollte auch schon reichen. Engine off. Und mal eben schnell raushuschen. So. Schlapp, 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 schlapp. Wer macht hier solche Geräusche? Und ist schon wieder so ein Bürscher. Die hießen, glaube ich, oder heißen in der englischen Version Stalker. Finde ich irgendwie viel angenehmer, viel schöner, viel präziser in der Beschreibung. Okay. Damit wissen wir, wir können hier keine Solarpaneele anbringen. Gut. Wir können aber in der Zyklop selber einen Wärmereaktor herstellen. Haben wir eben an dieser Modifizierungsstation gesehen. Bäm, bäm, bäm. Maschineneffizienzmodul und hier ist er. Zyklop-Wärmereaktor. Polyalanin. Zweimal. Das heißt also, dreimal Salzsäure brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir auch noch dieses komische Kyanid. Puh. Und wir müssen erstmal ein paar Energiezellen herstellen. Dann hat das aber auch keinen Sinn, hier drin ein Ladegerät zu betreiben. Oder hier eins hinzuhängen. Habe ich auch noch nicht. Gut. Weil, das ist ja dann hinfällig, weil wir laden ja dann quasi vom Strom der Zyklop die Batterien für die Zyklop auf und das ist ja ein bisschen blödsinnig. Gut, ich mache mich mal ein bisschen schlau, ich werde die Sachen alle besorgen und dann werden wir einfach nochmal ein bisschen auf Tauchreise gehen. Meine Güte, das wird hart. Kyanid, wo kriegen wir das her? Gut, die Säurepilze wachsen. Das heißt also, ich stelle jetzt erstmal so ungefähr 20 Batterien her. Ich muss noch Salz sammeln und. Aber das wird schon gut. Bis dahin würde ich sagen, ja, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich finde alles, bekomme alles und, naja, gut, bis gleich. So, ich habe so einiges erledigt. Wie gesagt, Motte geht mittlerweile auf 900 Meter Tiefe. Ich habe uns dazu dann noch... Nein, oh, na, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe uns dazu noch, das seht ihr da unten, warte mal, kann man das? Kann man nicht, schade. Perimeterabwehr habe ich uns noch dazu gebaut. Dafür ist ein Packslot, ein Kofferraum ist uns abhanden gekommen. Aber dafür haben wir eine kleine Perimeterabwehr. Das heißt, wir können uns verteidigen, wenn irgendwas passiert. Ich habe uns hier ein bisschen eingerichtet. Ich meine, den Topf kennt ihr ja schon. Ich habe hier ein Spinting einfach mal so ein bisschen hingeballert, damit wir hier was haben. Ich habe uns mal die Ladeschwimmflossen eingepackt und angezogen. Und wir haben jetzt einen ganz schicken Taucheranzug, den verstärkten Taucheranzug. Das ist schon ziemlich cool. Ich weiß noch nicht, was der wirklich bringt, aber das werden wir sehen. Ich habe die ultragleitfähigen Schwimmflossen mal im Gepäck gelassen, denn das Laden, so schön und gut es sein mag, super langsam. Ich habe uns hier, wie gesagt, ein bisschen häuslich eingerichtet und einige Sachen zusammengepackt, sodass wir rein theoretisch direkt aufbrechen können. Ich habe hier ein bisschen Wasser eingesteckt, ne? Hier haben wir noch Code, falls wir mal eine Düngung brauchen. Und ich zeige euch mal eben, wie langsam wir jetzt schwimmen. Schaut mal. Oh, es ist richtig gemächlich und vor so einem Pirscher, da kommt er auch schon, kommen wir jetzt nicht mehr weg. Seht ihr? Der ist fast schneller als wir. Ja, ist schon ganz schön übel. Naja, aber gut, der tut uns ja jetzt auch nicht so viel. Der ist einfach nur ein bisschen pissed off, weil wir halt in seinem Revier hier wildern. Gut, nochmal schnell zurück zur Station.
Hier habe ich eigentlich nicht viel unternommen, außer natürlich die ganzen Ressourcen zusammengekrabbelt, damit wir einiges haben. Wir haben jetzt auch so eine Wasserfiltrieranlage, weil mir ja immer am Wasser mangelte. Aber die hat so viel Energie verbraucht oder verbraucht so viel Energie, dass ich noch Solarpanels anbringen musste. Unser Beet habe ich gepflegt. Wir brauchten schließlich neue Energiezellen und dafür brauchten wir dies und jenes und welches. Muss ich mal eben schauen, nehmen wir hier noch irgendwas mit, Kupferdraht vielleicht. Vielleicht auch dieses komische Pfadfinderwerkzeug. Merkt euch das Werkzeug. Ich versuche mal kurz zu überfliegen. Also ich habe diese Ladedinger gemacht. Ich habe... Ja, bis Stufe 3 sind wir durch. Ja, eigentlich habe ich genug erzählt von dem, was ich hier so getan habe. Ich würde sagen, wir brechen mal auf mit der Zyklop in das Gebiet. Ja, einmal müssen wir das Wrack noch untersuchen. Und danach sollten wir dann mal in die Fossile reinhüpfen. Ich mache mal eben die Taschenlampe an. Eine Taschenlampe. So, damit man überhaupt was sieht. Schaut mal, wie langsam, wie gemächlich wir schwimmen. Wir ziehen mal eben um. So, und jetzt... Das ist ein Unterschied. So einiges, finde ich. Also, gefühlt. Ist das echt ein Unterschied. Wir sind jetzt ein bisschen schneller als der Pirscher. Das hat schon Vorteile. Gut, die haben natürlich auch Vorteile, wenn ihr da nämlich jetzt unten auf die Energie schaut. Dann sinkt die nicht ab, sondern steigt normalerweise. Solange wie wir schwimmen. Da, 94%. Ist schon der Hammer. Also, es ist brauchbar, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich schwenke mal ein bis zum Wrack und wir sehen uns dann dort wieder. Okay, okay. Eine kleine Planänderung hat sich ergeben. Ich dachte daran, warum sollen wir eigentlich jetzt erst das Wrack und dann in das fossile Gebiet eintauchen? Gehen wir mal ein bisschen höher, damit wir hier den Riffrücken nicht den Rücken kratzen. Auf die Kamera umschalten. Ah, kommen wir aber gut dran vorbei. Wenn doch schon seit etlichen Folgen diese Degasi-Basis auf uns wartet. Ich finde, die sollten wir uns angucken, oder? Ja, doch. Also kleine Planänderung. Weder Wrack tauchen, noch irgendetwas anderes steht an. Wir huschen zu dieser Degasi-Basis. Wie gesagt, wir können mit der Motte jetzt 900 Meter tief und ich denke, das wird interessant. Gut, also... Wir befinden uns jetzt quasi unter der südlichen Insel. Das ist auch mal eben so geparkt, dass hier nicht noch irgendein Alarm ist. Maschinen haben wir ausgemacht hier. Da hängen diese komischen Bimomaten, die hängen hier an der Wand rum. Da habe ich ein bisschen Bedenken. Aber wir haben jetzt eine Perimeterabwehr. So. Die Gegend hier. Fast 400 Meter Tiefe. Sieht vielversprechend aus. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ihr seht, wir sind nicht mehr in diesem Blood Kelp, sondern wir sind jetzt hier bei diesen komischen Ballonpflanzen, bei diesen, ja weiß ich nicht, Weltkugeln. und schauen mal, ob wir hier eventuell in die Richtung kommen. Vielleicht finden wir sogar dieses Kyanid. Warte mal. Nein. Oh, ich hab... Ach, da ist wieder so ein komischer... So ein Mars Attack. Freunde, hier geht's ab. Guckt euch das an. Da kommt er hier. So, Perimeterabwehr ist die Nummer 2. Alles klar. Perimeterabwehr hat gewirkt. Und hier haben wir jetzt die alte Degasi-Basis. Wo könnte man hier rein? Da oben höchstwahrscheinlich. Die Luke scheint offen zu sein. Dann parke ich die Motte mal hier vor und hoffe, ich kann das auch, Kollege. Was ist schon mal die Oberfläche? Nein! Wir haben keine Energie mehr, oder? Ist das übel, Freunde? Wir sind jetzt mächtig tief hier unten. Der hat uns die Motte vorübergehend lahmgelegt. Wir haben aber nur 97% Strom. Das heißt also, jedes... Ach, guckt euch das an. Der macht echte EMP-Ladungen. Das ist aber jetzt sehr unangenehm. Ich bin ja kein Freund von Waffen hier bei Subnautica. Aber jetzt gerade wünsche ich mir wirklich
Ein Torpedo. Wow, das ist der Hammer. Okay. Wir werden mal schauen, dass wir hier die Degasi-Basis trotzdem... Ah, hier haben wir so ein Tauchding. Ah, das suche ich doch schon die ganze Zeit. Den Lebensform-Zuchtbehälter. Freigeschaltet. Wahnsinn. Wow, der legt aber los, der Kleine da draußen. Datendownload, Degasi-Sprachaufzeichnung haben wir gefunden. Der legt aber gut los, der Kollege. Ich meine, der macht zum Glück jetzt nicht so lange mein Licht aus. Aber er macht's aus. Und auch nicht unbegrenzt, alles klar. Schon mal sehr von Vorteil. Was haben wir jetzt bekommen? Wir wollen noch nicht mal eine Ansage. Noch nicht mal Titan. Gut, okay. Können wir mit leben. Genial, wir haben dieses Lebensform-Zuchtbecken haben wir da. Das ist echt cool. Ja, und immer Licht an, Licht aus. Aber solange es geht, ist ja okay. So, noch ein PDA. Seemonster haben wir irgendwie freigeschaltet. Was ist hier? Oh, Flüssigkeitsanalysator. Okay. So, Orangetafel. Alles klar. Altes Mikroskop. Probenbehälter. Ja, machen wir gleich. Wir nehmen das alles mit. Das sind alles coole Goodies. Mhm. Wollen wir nochmal einen Schluck trinken, nicht wahr? Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie recht fix wegkommen. Na, ich muss mir mal einen Plan überlegen. Naja, wie soll der Plan aussehen? Der Plan wird aussehen, reinhüppen in die gute Motte und Verpissimo machen, ne? Verschwinden so schnell wie möglich, weil wir haben die Degasi-Basis jetzt entdeckt. Und wie es ausschaut, haben wir sie auch komplett durchforstet. Hier draußen könnte natürlich noch irgendwas sein. Na, nee, warte mal. Hier unten drin waren wir noch nicht. Kommen wir hier irgendwo rein? Weil irgendwann wird es auch eng mit unserem Sauerstoff, ne? Wiu, wiu. Ah, hier kämen wir rein. Wir müssten dann aber auch mal eben in die Motte, wenn die noch da ist. Wow, ich sehe es schon. Komm, die Motte ist nicht mehr da. Wir sind tot oder so. Hat er die Motte irgendwo hin verschleppt? Die hatte ich doch hier oben stehen. Was noch ein PDA? Ja, hey Limi, ich sehe das kommen, dass wir echt den ganzen Mist nochmal machen müssen. Ich finde die Motte nicht mehr. Ich finde auch ihr Symbol nicht. Wow, ist das übel. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Unser Kollege ist da drüben. Aber ohne Sauerstoff werden wir hier nicht viel machen können. Ja, gut. Ich glaube, ich ergebe mich mal dem heiligen Tode. Und dann schauen wir mal, dass wir das alles nochmal hinbekommen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Meine Güte, warum ist denn jetzt die Motte weg und so? Das habe ich ja echt noch nicht. Dann sollte ich vielleicht wirklich mal so ein paar Torpedos, tja, so leid es mir tut, Torpedos akquirieren, damit wir das da hinbekommen. Gut, ihr Lieben, ihr seht, es wird dunkel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Beende das ganze Game jetzt mit diesem totalen Fail. Wir erwachen in der Zyklop. Okay. Schon mal etwas. Hier sammelten Dinge. Sitzen wir immer noch. Das ist auch ziemlich cool. Die Motte, die ist weg. Puh, da bleibt mir natürlich jetzt nicht mehr viel. Lade ich neu oder mache ich das? Ich überlege mir das noch. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Boah, das war jetzt. Boah. Also ihr seht, unvorbereitet sollte man da unten nicht unbedingt herumplanschen. Das kann in die Hose gehen. Ich glaube aber, da die Sachen ja bestimmt da unten noch liegen, wenn wir da jetzt nochmal hingehen, werde ich einfach das Safe Game neu laden. Das wäre besser als jetzt die gesamte Motte, alle Verstärkungen plus Perimeter und so weiter wieder alles neu zu bauen. Ich schaue mir das mal an. Ich bin jetzt echt so ein bisschen... Wow,
Das hätte ich nicht erwartet von Subnautica, dass die so hardcore abgehen. Ich weiß auch gar nicht, wo die Motte hin ist. Ob der die verschleppt hat, ob der die zerstört hat. Ja, wie gesagt, ich werde mich mal ein bisschen sortieren und wir gucken uns das dann alles in der nächsten Folge nochmal in Ruhe an, weil die Degasi-Basis, die brennt uns ja schon lange unter den Fingernägeln. So, okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer John D. Fool und tschüss.